Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video von Star Stable. Wir wollten bei Nick weitermachen. Und das tun wir jetzt auch. Nick Stoneground. Erforsche das Tal der gefrorenen Nebel. Das Tal des verborgenen Dinosauriers erstreckt sich also viel mehr Richtung Osten, als ich zuerst vermutet habe. Das waren interessante Beobachtungen, die du auf der Expedition gemacht hast. Um das Tal des gefrorenen Nebel zu erforschen, wird es wohl eine lange Expedition als zuvor benötigen. Eine längere. Du bist vielleicht etwas müde und hungrig. Du musst es nicht heute machen, wenn du nicht willst oder kannst. Aber es muss bald gemacht werden. Spuren im Schnee. Man sagt, dass es Spuren im Schnee dicht neben uns auf dem gefrorenen Talsee gibt. Das kann die Spur des legendären Schneemenschen sein. Mach dich gleich auf den Weg dorthin und spüre sie auf. Stell dir nur vor, wir wären die Ersten, die den Schneemenschen finden. Nimm die Kamera mit und mach ein Bild, wenn du den Schneemenschen zu Gesicht bekommst. Ein Bild von ihm ist enorm viel wert. Gar nicht davon zu reden, was das für die Wissenschaft bedeutet. Okay, das machen wir. Leute, ich habe mal aber eine Question an euch. Nämlich, wisst ihr, wie das aussieht mit den Frisuren? Weil ich habe mir jetzt die Frisuren, wollte ich in Silverglade gucken, da gab es früher zwei Läden, einmal Cool Cuts und wie heißt der nach Style, glaube ich. Aber jetzt ist es so, dass es nur noch einen Laden gibt. Oder ich finde den anderen einfach nicht. Und nur noch diesen Cool Cuts Laden gibt. Sind da jetzt beide Frisuren drin? Weil das habe ich nicht verstanden. Wäre geil, wenn ihr mir das erklären würdet, weil ich bin ein bisschen raus jetzt. Oh, bitte, dass wir jetzt nicht überall so stehen bleiben. Ja, okay, war gut. Was war da? Wie ist da bitte gegangen? Nee. Nee. Lauf noch mehr Slalom. Ich darf nicht so schnell sein. Jetzt muss ich schnell sein. Ui. Doch hier lang. Ich weiß, wir müssen ja auch das andere nochmal, aber ich dachte mal, ich mache das zusammen. Okay, da hoch. Haben wir das letztes Mal auch schon gemacht? Das könnte möglich sein. Die Spur endet hier. Aber wir wissen schon mehr, als wir zuvor gewusst haben, hier über das schöne Dino-Tal, dass das Schneemenschen nur hier oben wohl lebt. Könnten wir auch mal irgendwann weitergehen den Weg. Aber jetzt erstmal noch das Tal des gefrorenen Nebels erforschen. Diese Lampen, ich denke immer, was ist jetzt hier los? Was teleportet sich? Aber dass man jetzt schnell reiten kann, hat einen Vorteil, weil jetzt kommt man auch besser über die Eisschollen mit Pferden, mit denen man es früher nicht ist. Rüber. Aber ich finde es trotzdem dumm, weil ich fand es toll, dass es auch kältebeständig gab. Ich hoffe, es steht wenigstens noch bei kältebeständigen Pferden dabei, dass sie kältebeständig sind. Das fände ich nice. Auch wenn sie dann vielleicht nicht unbedingt was bringen. Aber ich fände es halt nice, wenn man zumindest wüsste, wer kältebeständig ist und wer nicht. Das war knapp. Ist denn dieses Tal? Da kommt man nicht weiter. Da müssen wir jetzt hier hoch. Hier ist auch Professor Einstein abgestürzt gewesen. Mal. Wo sind wir hier bitte? Oh. Der gefrorene Weg. Okay. Ist ja auch echt am Arsch der Welt, ne? Sollen wir dem Weg folgen lieber? Na, es sieht aus, als wäre es mit dem Weg besser, dorthin zu kommen. Der Ascheweg, okay. Interessant. Interessant, der Ascheweg.
Ja, jetzt kommen wir auf die falsche Seite. Das wollen wir ja nicht. Sorry. Ah, Leute. Da sieht es schon mal aus, als wäre es schon mal ansatzweise richtig. Zwar keine Ahnung, wo wir sind, was wir hier tun sollen, aber hier kann man was machen. Das machen wir auch direkt mal. Du fotografierst die Landschaft. Oh! OMG, ist das cute. Zeichnen. Ja, sehr viele Dornenbüsche oder whatever das sein soll. Dass man für das Aufsammeln warten muss. Platzieren. Durchgucken. Also es sieht auch nice aus. Hier die Wehe, sieht sehr toll aus. Sehr, sehr tolle Aussicht auf jeden Fall. Oh, dieser kleine Eisfuchs, der war so richtig süß. Der steht da im Busch. Hallo. Danke. Nicht danke. Ich will aufsammeln. Will der was von mir? Cutie. Oh mein Gott, so ein Cutie. Oh, wie viel müssen wir jetzt hier noch erforschen? Also 4 Stellen ist schon ein bisschen extrem. Oha. What's that? Portal oder so. Läuft. Läuft. Leute, hier ist ein Portal. Man kennt's ja nicht anders, ne? Wir erweitern die Karte. Danke. Mann, Leute, das ist echt nervig. Ich habe gesagt, es ist eine längere Quest. Guck, letzte Folge hätten wir niemals hinbekommen. Das ist jetzt schon ein bisschen zu lang eigentlich. Sieht auch aus, als wäre hier so ein ganz enger Weg. Also es könnte auch einfach sein, dass es nur so aussieht wegen dem Eis. Das sieht schon so aus. Das wollen wir aufsammeln und dann wollen wir hier nochmal ein Foto machen. Aber hier auch sehr viele Bäume eingekracht. Und hier einfach auf die Bäume. Auch richtig nice, finde ich nicht irgendwie. Da hätte man ja mal gucken können, ob man da was machen kann. Den Weg hoch würde ich jetzt schätzen. Ja, aber richtig, da hat schon, wir sind doch nicht richtig hier. Weil es erst so aussah, als wären wir doch falsch gegangen. Okay. We make photos. Da hinten ja wieder Blätter. Da ist irgendeine Skulptur oder sowas. Mitten in der Mitte. Interesting, interesting. Platzieren. Ich finde das immer langweilig, weil wir machen ja eigentlich gar nichts. Musste man nicht früher immer einen Stift darauf ziehen? Oder bin ich halt echt dumm? Ich bin schon einfach im falschen Film hier. Erstmal hier noch. War schon den Weg lang oder was? Ja. Auf jeden Fall nice. Es sieht echt nice hier aus. Ich weiß nicht. Ob ich hier wieder zurück zu Nick komme, das dauert ja dann erstmal. Wieder Bäume überall gebrochen. Das sehe ich von hier bis überall hin. Wir reiten meinen Weg lang. Ich weiß nämlich nicht, ob wir runter müssen. Ich glaube, der geht da hinten auch wieder runter. Aber wir gehen trotzdem mal hier den Weg entlang.
Es könnte oben sein. Es könnte unten sein, wo wir hin müssen. Ich kann ich wieder nicht einschätzen. Hier ist ein Stern, den holen wir uns erstmal. Du hast einen Stern gefunden. Das ist auf jeden Fall unten, wo wir lang gegangen hätten müssen. I know Deutsch. Ich weiß zwar nicht wo genau, aber es sieht aus, als wäre es vor uns. Aber ich sehe auch. Oha, das sieht aus wie Krallen oder sowas. So. Mal gucken. Ja, es sieht echt aus wie so Krallen. Das wäre so ein Bär oder I don't know was gewesen. Sieht aber nice aus. Sieht echt nice aus. Zeichnen, dann machen wir direkt das andere Teil zum Aufstellen. Und wenn wir damit fertig sind, sammeln wir das und dann können wir das einsammeln. Bin gut. Du studierst die Gegend und berechnest Winkel. Was berechnen wir denn hier? Der Winkel von der Kralle oder was? Hui. Hatte nicht mal einen wirklichen Winkel, ist auch kein Dreieck, aber. So, erstmal das Foto hier hinten. Ah, sieht echt nice aus hier. Aber hier auch, also in so einer kalten Gegend könnte ich nicht wohnen, dass es immer nur schneien würde. Ah, obwohl Sommer ist. Ich habe ja auch letztens gesehen, Jorvik, dass jetzt Sommer mit 25 Grad wäre auf ihrer Instagram-Page. In Jorvik 25 Grad überall, außer hier minus 2 Grad. Und ich denke so, nein, Bro. Also ich kann nicht gern, bei so wenig Grad wüsste ich echt nicht, wie, also das würde ich nicht wollen. Also zumindest hier im Dinotal. Immer minus 2 Grad im Sommer. Das ist, nee. Nicht so nice. Wir müssen da hinter. So, wir müssen einen Weg zurückfinden, Leute. Um die Quest abzuschließen. Um mit euch abzuschließen. Um mit dem Leben abzuschließen. Versteht ihr? Naja, ich habe gesehen, mein letztes Video von Star Wars. Da war so viel. Also mein. Nicht die Update, das ist das letzte Video. Hatte 17 Klicks für Star Stable. Ist das eigentlich in letzter Zeit habe ich fast gar keine Klicks, wenn ihr wisst, wie ich meine. Und auf einmal diese Klicks, das war halt schon so, okay, was los, so. Aber nice von euch, dass ihr das angeklickt habt. Auch, das war ja die Folge, wo wir eigentlich nur eine Quest gemacht haben, die mit den Kaltern. Und dann wollten wir hier weitermachen, sind noch hierher geritten. Und dann war die Quest aber zu lange und deswegen danke ich euch trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe auch gesehen, ihr habt ein bisschen durchgeklickt. Ich habe ja auch gesagt, das Reiten könnt ihr durchklicken. Aber ich rede ja auch mit euch. Also müsst ihr das Reiten nicht unbedingt durchklicken. Dann guckt euch das Video doch gar nicht erst an. Wisst ihr, wie ich meine? Entweder klickt alles durch oder guckt es euch nicht an. So, zurück zu Nick Stone Realm. Kann ich hier übers Tal abkürzen, hier unten auf dem See. Weil ich habe eigentlich nicht so Lust. Ui. Maybe funktioniert das mal mit dem Abkürzen. Oh, da geht's doch weiter. Da hinten dann hoch, würde ich schätzen. Ja, ich weiß wo dann. Hier über die Insel und dann sind wir auch fast schon wieder da. So, ab zu Nick Stone Ground und gucken, was er uns zu den geheimnisvollen Sachen hier sagt. Oh, das ist so toll hier. Das Tal der gefrorenen Nebel wirkt sehr interessant. Ich werde mir die Fakten, die ich habe, durch den Kopf gehen lassen und sehen, ob ich noch mehr Aufgaben habe. Wenn ich neue Informationen habe, werde ich diese mit dir teilen. Was? Die Spur hat den Bergen aufgehört? Typisch. Wahrscheinlich hat es wieder geschneit. Der Schnee, der im Winde herumwirbelt, verdeckt alle Spuren innerhalb kürzester Zeit. Und das macht es sehr schwer, Hinweise auf den Schneemenschen zu finden, wenn es ihn gibt. Auf jeden Fall haben wir einen Sattel bekommen.
sehen wir jetzt nicht auf ihm fährt, aber ein Ingenieursattel. AES. Ingenieure haben die... AES. Ingenieure haben die Tendenz, sehr effektive Dinge herzustellen, aber oft leider sehr hässlich. Dies hier ist in der Regel die der... Hier ist die Ausnahme, die Regel bestätigt. Stärke 1, Geschwindigkeit 3, Agilität 2. Verkaufspreis 525, Jahrwerkstelllänge und Spielerlevel 15. Ja, und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.